Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Let's Play Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt ein bisschen was zu sagen. Ihr seht ja schon, hier liegen ein paar Tränke. Ich habe es jetzt nämlich endlich gemacht. Ich habe geguckt, welche Tränke von der guten Ethel schädlich sind. Das sind sie alle. Und da gibt es noch was zu sagen. Ich habe nämlich auf Vorschlag von euch hin, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals, ein bisschen bei den Klassen herumgespielt und die Attribute geändert und so Zeug. Mal gucken, was es bringt, aber die waren schon, also die Begleiter, kann ich euch nur empfehlen, die waren schon echt hart verskillt. Schaut da rein, wenn ihr einen ganz gewissen NPC, keine Spoiler an dieser Stelle, wenn ihr einen ganz gewissen NPC in eurem Lager stehen habt, ändert das. Ändert das, es ist ganz, ganz schlimm gewesen, sage ich euch. Was ist eigentlich hier? Was ist das denn da? Muss das so sein hier mit den Flaschen? Nun ja. Scheinbar muss das so. Das gehört so. So. Bevor wir jetzt weitergehen im Kloster, möchte ich mich mal hier kurz umschauen. Ich weiß nicht, man kann hier hoch. Ah! Du kannst hier rüber hüpfen und ins Kloster rein. Das ist ja genial. Okay. Das ist ja fast schon verboten, oder? Das fühlt sich sehr verboten an. Nun ja, gut, wir sind da. So, schieß mal die Barrikade kaputt. Mr. Schurke. So. Is that blood? No, never mind. Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, wir hassen Gith, ja? Gith ist feindlich. Gith böse. Das heißt, at the ready. Falls es hier zum Kampf kommen wird, mache ich die alle. Oh, warte mal, hier können wir doch bestimmt hoch. Is someone crying? Da weint jemand, ja. Der rostige Dolch weint. Ein Riesenadler. Okay. Wir sollten ihm uns sehr freundlich mit Tiersprech nähern. Lass mal Hallo sagen. Ist einfach mal ein Adler auf dem Dach. Hallo Adler, wie geht es dir? Guten Tag. Alles fit im Schnitt. Intruder! In my nest! This area was meant to be safe! Xavier, get behind Mummy! ich will nur das große Ding haben. Dem Nest tue ich nichts, versprochen. Ist das das Ei? Ah, kritisch. Fine. Xavier! Don't talk to it. It might have germs. Zeremonienkriegshammer. Ich nähere mich ganz vorsichtig und loote diesen Kobold. Ich dachte, wir dürfen. Ich dachte, wir dürfen. War das der Kobold jetzt oder der Zeremonienkriegshammer? Was war jetzt hier das Problem, frage ich mich. Und überhaupt, Xavier, warum hast du nicht eingegriffen, Xavier? Das ist ja fies. Hä, ich dachte, wir hätten Erlaubnis. Jetzt mal ganz im Ernst. Ist das der Xavier? Hi, Xavier. You can pass, but you're not to talk to me. Gross. I should speak up. Ich möchte nochmal mit dir reden. Please get out of my nest. You give Xavier ideas. Okay. Alles gut. Ich nehme das und lege es hier hin. Hä? Aber die haben mir doch gerade eben erlaubt. Ich habe die doch erfolgreich überzeugt gehabt. Warum?
Warum spinnen die jetzt so? Ich verstehe das nicht. Ich habe die doch gerade überzeugt. Ich kapiere das jetzt nicht so ganz. Ah, erstmal gucken, was ist der Kristall hier? Okay, gar nichts. Ich hätte gerne diesen Zeremonienkriegshammer. Keine Ahnung, was uns der bringt, aber ich hätte ihn gern. Aber die Problematik ist... Well, hello. Hello. Wenn ich jetzt einfach eine Hand beschwöre. Wenn ich jetzt einfach mit der Hand... Ey, ich kapier's nicht, Leute. Ich kapier's absolut nicht. Oder ist damit das Ding hier gemeint? Hm. Das ist aber seltsam. Okay, ich hab gegoogelt. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Aber... Swift as my feet can carry me. Was scheinbar klappen kann, ist tatsächlich die... Magierhand, der Magierhand-Trick. Die Magierhand kriegt auf die Fresse dann. Aber die Gruppe nicht. Angeblich. Jetzt gehen wir aber erstmal hier. Das ist jetzt meins. Ja, ja. So. Gut. Magierhand. So, Magierhand. Magierhand geht hoch. Magierhand geht zum Nest. Magierhand wirft's runter. So. Magierhand ist tot. Okay. So, und dieser Hammer müsste jetzt irgendwo hier liegen. Looking ahead. Breathe deep and move. War das jetzt. Ja, da liegt er. Die Frage ist, können wir den jetzt so schnappen? Können wir den jetzt einfach so mitnehmen? So, Astarion, du nimmst den jetzt einfach. Verdammt. Okay, warte. Können wir nochmal einen casten? No one stopped me yet. Ich nehme das Ding jetzt einfach, komm. Have to keep going. So, jetzt liegt er da unten und jetzt gehört er uns. Ha! Mein Hammer. Das ist ja der Hammer. So, jetzt haben wir den Zeremonienkriegshammer. Was uns der jetzt bringt, weiß ich nicht, aber wir haben ihn. 1 bis 10 Schaden, das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, aber ja, wir haben ihn. Wir haben ihn, das ist doch was. Ne? Something good here. Das soll doch schon mal reichen. Das ist, ich würde sagen, Fortschritt. Aber die hat es uns doch auch erlaubt, eigentlich. Deswegen verstehe ich das nicht, warum die jetzt so aggro waren deswegen. Die hat doch gesagt, ich hab doch dem Vieh gesagt, hier. Ich hätte gerne dieses shiny Teil. Und dann hat sie doch jetzt nichts dagegen gesagt, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Die hatte doch... Letzten Endes kein Problem damit. Ich hab die doch überzeugt, oder? Ich kapiere das jetzt nicht so ganz, aber okay. Gut, ich hoffe, die hauen uns jetzt nicht gleich. Ich mag die eigentlich nicht bekämpfen. Die sind lustig, die zwei. Nö, okay. Gut, alles prima. Magierhand regelt. Ihr kennt jetzt den Tipp.
Warte mal, da. Aha. Oh, was ist das hier? Hüter des Glaubens. Warte mal. Ich möchte eigentlich hier runter. Oh, das tut aber weh. Außer ich mach's mit Federfall. Federfall gilt, glaube ich, auf alle, ne? Warum habe ich Ki-Wiederherstellung? Ah ja, wegen des Amuletts. Wer hat Federfall? My faith protects me. My faith? My faith. Faith. Nicht face. Face nicht. Assume nothing. Nur weil sie schön ist, wird sie nicht protected. Wo ist Federfall? I'm ready. So. Nebelschritt? Nee. Ich hätte gerne den Federfall. What now? Nebelschritt kann ich bieten, aber Federfall haben wir hier. Und das gilt, glaube ich, ja, das gilt für alle. So, und jetzt können wir hier runterjumpen. Ohne Probleme. Hui. Alle dabei. Sehr gut. Hier ist nämlich What's auch noch ein Skelett here? Und da ist eine Truhe. Gut, das Skelett können wir uns sparen. Aber die Truhe hätte ich gern. Wenn wir schon mal da sind. Helm der heiligen Lanze. Geil. Cool. Gleißender Schaden. Nice. Coolio, coolio. Und da unten ist ein Buch. Wollen wir hier runter? Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber... Macht ja nichts. Wir können ja jetzt einfach hier rumjumpen. Alte Wartungsaufzeichnungen. Und hier ist eine zerfallende Wand, wo wir zum Hüter des Glaubens rein können. Geil. Okay. Wartungsaufzeichnungen erstmal lesen. So, jetzt ist der Federfall weg. Erinnerung an den Hausmeister. Wenn er die Maschine ölt, dann gebt bitte acht, die Statuen selbst auszulassen. Der Stein neigt in letzter Zeit dazu, zu locker zu sitzen. Novize Peran hat angeblich eine volle Drehung ausgelöst. Was auch immer das wieder heißen soll, aber wir nehmen es mit. So. Kurzer Quicksave. Ich weiß nicht, ob der Hüter des Glaubens böse ist oder nicht. Göttliche Knochenscherbe will ich haben. So. Bitte sei nicht böse. Lieber Hüter. Lieber Hüter, sei nett. Sei ein lieber Hüter. Still alive. So that's progress. Hallo Hüter. A guardian of faith spell. And a remarkably long-lasting one at that. Das ist eine Zeremonie, ein Streitaxt diesmal. Kann mit dem nicht reden oder so? Oh. Ich wusste jetzt nicht, dass der feindlich wird. Können wir den töten? Let's find some prey. Time to strike. Werden wir wohl tun müssen, ne? Oh, der hat eine hohe Verteidigung. Oh Gott, 20%, das haut nie hin. Kacke! Oh, jedes Mal, wenn wir den angreifen... Aber der tut sich dann selber weh, ne? Er haut sich dann selbst. Das ist gar nicht mal so doof. Also er macht sich selbst kaputt, sozusagen. Another fight. Let's go. Bam. Okay.
Ich hoffe, das war jetzt nichts Schlechtes, was ich gemacht habe. Bitte lass es nichts Schlechtes gewesen sein. Let's have a look. Ich meine, Lesel hat jetzt ein bisschen was abbekommen, aber... I can't wait to sleep. Hä? Was? Was? Mach halt eine kurze Rast, meine Fresse. Meine Güte. Machst du halt eine kurze Rast und dann ist wieder alles gut, oder? Was war das jetzt mit diesem Hüter des Glaubens, frage ich mich. Es hat sich halt auch überhaupt nicht gelohnt gerade, ne? Außer, dass wir halt jetzt wieder so ein Zeremonien-Item bekommen haben. Traps, please. So, das ist hier der Hüter gewesen. Da unten ist der Eingang ins Klösterli. Okay, übers Dach geht's jetzt. Und dann wieder irgendwo anders runter, offensichtlich. Verstecken erfolgreich. Ach so, der ist dauerhaft versteckt, Astarion, ne? Wo laufen wir hin? Durch den Haupteingang, oder wie? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Hat hier überhaupt irgendjemand einen vernünftigen Wahrnehmungswert? Das gibt's ja nicht. So, ja gut, dann Buntglasfenster. Dawnmaster Stockhold. Let's see what this does. Da ist ein Schwert. Dawnmaster Seed. That's curious. Was denn? Dawnmaster Welkin Glory. Ah. Die Dawnmasters. Dawnmaster Versaid. Und da ist ein Schwert. Und da können wir was ausbuddeln. Das machen wir doch mal kurz. Ja, gut, das war jetzt nicht so. Ich habe so das Gefühl, dass wir dieses Buntglasfenster zerlegen können. Oder alternativ, wenn wir jetzt dieses Langschwert nehmen, dass auf dem Buntglasfenster irgendwas Bösartiges erscheint, was uns töten möchte. Oh, ich habe eine Idee. Warte. Warte. Ich habe eine Idee. Dafür brauchen wir diese Zeremonienwaffen. Okay, das war die falsche offensichtlich. Vielleicht die Axt. Jawohl. Okay. Genauso läuft's nämlich. Okay, wieder der falsche gewesen. Hat wehgetan, aber... Ich weiß gar nicht, woher habe ich denn den Streitkolben? Lustiges Rätsel. Und ich bin gerade von mir selbst überrascht, dass ich es auf Anhieb lösen konnte. Aber die Waffe, dadurch, dass das nicht mehr geleuchtet hat, das Ding. Ne? So, was nun? Oh, ein Beutel. Wappen des Dämmermeisters. Lesen. An den nächsten Dämmermeister. Ich glaube nicht, dass wir dies überleben, aber das Blut ist gesichert. Wir haben es mit Magie versiegelt. Nur jemand von uns kann es nehmen. Sollte es jemand anderes versuchen, werden die Wände einstürzen und niemand lebendig herauskommen. Sollte dies geschehen, dann betet für Kloster Rosenmorg, aber trauert nicht. Das ist besser so. Im Tod entspringt neues Leben immer da. This blood sounds important. Could it still be here somewhere? Finde das Blut von Latanda. Ey, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nehmen möchte. Kracht jetzt alles zusammen? Nee. Gott sei Dank nicht. Okay. Jetzt habe ich dieses Teil. Nicht das Teil, das Teil. Und garantiert können wir das irgendwo einsetzen.
100 pro. So. Ich würde jetzt gerne mal kurz auschecken, was passiert, wenn ich das Buntglasfenster... The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Ah. Okay, ich bin blöd. Da siehst du die Waffen. Monasteries of this size were usually overseen by Dawn Masters, esteemed members of the clergy. Okay. Da siehst du die Waffen. Hier hast du den Hammer. Hier hast du das Schwert. Hier weißt du es nicht. Und hier hast du den Streitkolben, oder? Ja. Oder? Sieht man nicht so ganz. Okay. Okay. Ich hätte das vorher untersuchen sollen, aber... Gut, haben wir das geklärt. Jetzt habe ich dieses Ding. Was mache ich jetzt damit? Wild, Leute. Es ist schon wieder mehr als wild. Baldur's Gate ist einfach wild. Was ist das denn hier? Gremmischka. Und was war jetzt diese heulende Person? Ist auch noch nicht verstanden. Die Gremmischka wollen wir, glaube ich, töten. Oder? Das ist die Bibliothek übrigens. Oder sind die überhaupt feindlich? Magieallergie. Überfall. Die sind allergisch gegen Magie, also... Pam. Das ist übrigens eine ganz schöne Menge an Viechern. Sollten die nicht überrascht sein? Eins ist tot. Yay. Ah, hätten wir auch wieder mit dem Feuerbein lösen können, ne? Better be careful with any magic. Spells set them off. Ah, okay. Okay. Also die scheinen nicht feindlich zu sein. So, wir nehmen wieder das Ding mit. Achso, haben wir schon. Wir hauen uns nochmal einen Trank rein. Don't waste a step. Non-Trank. Okay. Scheinbar sind die gar nicht feindlich, die Gremmischkas. Action, not reaction. Das heißt, ich schicke da Lesel rein. So, erstmal alle. I smell a trap. Das ist ein Trank des Sprechens mit Tieren. Oh, können wir mit denen reden? Ach nee, das ist das Rezept. Das ist einfach mal das Rezept dafür. Geil. Nehmen wir mit. Aber das ist doch auch schon wieder ein Wink mit dem Zaunpfahl, oder? Wirkt das noch auf mich, das mit Tieren sprechen? Scheint noch zu wirken. Need to find a way forward. Aber ich kann mit denen nicht reden. Okay. Okay. Gut, Lesel. Onward. Also die scheinen erstmal gar nicht böse zu sein müssen. Die scheinen vielleicht doch böse zu sein. Scheibenkleister. Na gut. Dann müssen wir sie halt töten. Ah, oh, den hättest du jetzt aber schon treffen können, du. Bams! Alter! Und nochmal, komm! Oh, schade. Die hat jetzt übrigens dieses Giftschwert. Die gute Letzel. Gremmischkas. Better be careful with any magic. Spells set them off. Hmm.
Können wir die irgendwie wegschießen? Mit einer Donnerwoge, mit einer... Oder mit zerbersten? Hä? A burden my blessing can also be. So sorry. Hat das was mit dem Dings zu tun? Jawohl. Got to keep fighting. I am fury. I am death. Ja, jetzt kommen sie. Woo! Okay, die verwandeln sich. Aber nur das eine Vieh. Nur das eine Vieh, okay. Gut draufgeknüppelt, würde ich sagen. Mit Nebelschritt jetzt weg. So. Er ist nicht im Vorteil. Schade. Mmh. Können wir irgendwas machen? Lame. Asarion, sehr lame. Komm, hau rein. Warum ist sie jetzt hingefallen? Das würde ich gerne jetzt wissen. Warum ist sie jetzt hingefallen? Oh, das war ein guter Schlag. Wo ist eigentlich mein Teufel? Oh, friedlich. Teufelchen chillt. Teufel hat eine schöne Zeit. Das ist ja wunderbar. Das freut mich doch. Hauptsache dem Teufelchen geht's gut. Meine Fresse. Kriegt die Krise, Leute. Oh, Halleluja. No one back home will ever believe this. Wir haben nicht viel verloren. Can I go? What's inside? Glaube ich. Ich glaube, wir haben nicht viel verloren. Das Kloster ist auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr wild, muss ich sagen. Das ist schon wieder mega, mega wild. Da ist das Nest von denen. Items, jawohl. Beschwerdeliste. Wer hat einen Pilger erlaubt, Wein mit einer Katze zu bezahlen? Und was ist das überhaupt für eine Katze? Einer meiner Novizen berichtet, sie wäre auf die Größe eines riesigen Hunds angewachsen und kurz darauf zum Angriff übergegangen. Oh, okay. Hätten wir mit denen auch reden können, oder? Ups. Sie hat keine Tränke dabei, sehe ich gerade. Gib doch mal ein bisschen was ab. Sei nicht so geizig, Astarion. So. Okay. Quick save. Schloss knacken.
Jawohl. Yes, let's. Ja, da kommen jetzt die ganzen Boni dazu, ne? Easy. Kann kaum schief gehen. So. Let's move. Okay. Ein episch wirkendes Buch, das mit einer illustrierten Seite über Dämmermeister Wahrseid beginnt, wie er zu Pferde gegen eine Armee aus Scharitenklerikern auszieht. In seiner erhobenen Hand hält er seine getreue Streitaxt und ihre scharfe Klinge leuchtet in Latandas Licht. Nehme ich mit. Let's see. Okay, das möchte ich jetzt mal nicht durchlesen. Stoppt einfach das Video, oder? Wir nehmen es aber trotzdem mal mit, vielleicht brauchen wir das. Moving in. Ah, das war ja wirklich mal Geheimnisse des Klosters, ne? Wahnsinn. Und ich habe so das Gefühl, hier gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Denn das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.